Heute ist wieder soweit. Heute kommt endlich ein neues Video, nachdem ich meine Hausschlüssel endlich wieder gefunden habe. Heute kommt eine neue Folge von Sascha liest Kommentare. Das heißt, ich bin unter meinen Videos unterwegs. Unter den letzten vier. Mehr gibt's nicht. Und kreativ genug für ein neues Format bin ich auch nicht. Um zu schauen, was ihr da draußen so dagelassen habt, ganz traditionell fange ich an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go! Sascha, mach lieber ein Jahr Pause. Wir lieben dich und wollen nicht, dass du dich überarbeitest. Tommy und ihr alle da draußen, ich lese nur noch. Danke Sascha, mach Urlaub, mach Urlaub, mach Urlaub. Von was soll ich denn Urlaub machen? Glaubt ihr, ich stehe auf und denk mir, oh Mann, heute wieder so ein harter Arbeitstag. Nein, ich stehe auf und denk mir einfach nur, 14 Uhr erst? Easy. Aber weißt du was? Um nicht nur dich, sondern alle zu beruhigen, dass dieser Kommentar nicht mehr vorkommen muss, mache ich jetzt Urlaub. Es geht doch nichts über den Urlaub. Zu Hause auf dem Balkon. Bei Sascha fühlt sich jeder Montag wie ein Sonntag an. Danke dir, Sascha. Durch dich wird mein Wochenende länger. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag nicht. Mittlerweile ist jeder Wochentag möglich. Beim Kanalbanner steht jeden Sonntag 18 Uhr. Wenn ihr das seht, dann habe ich es 100% schon geändert. Hinter mir treffen sich heute Abend 200 Menschen, um miteinander Sex zu haben. Und ich bin auch dabei. Ich weiß doch selber nicht mal mehr, wann ein Video kommt, Mann. Sascha, die Tage werden wärmer. Lass den Ventilator doch bitte etwas länger laufen. Den Ventilator? Kein Problem. Sascha vor 10 Jahren. Jung, attraktiv, gut aussehend. Braun gebrannt, Freude am Leben. Sascha jetzt will ich lieber nicht beschreiben. Weil's besser ist, oder? Hey, sorry, hast du kurz Zeit? Was hältst du von der Person von 1 bis 10? Jetzt ernsthaft? 0. Ja, alles klar. Okay, ciao. Was hältst du von der Person von 1 bis 10? Ist die Person spielsüchtig? Hey, sorry, kannst du kurz die Person von 1 bis 10 ranken? Ey, nee, Mann, keine Zeit. Dein letztes Video hat mich gut während dem Abi abgelenkt. Dieses während der Bachelorarbeit. Danke dir, liebe Community. Leider ist dieser Kommentar unter dem Video so alt, dass der Verfasser, Yannick, von uns gegangen ist. Yannick, Ruhe in Frieden. Aber liebe Grüße an deine Enkelkinder, die sich gerade dieses Video gönnen. Ich hoffe, euch geht's gut. Euer Opa war ein richtig cooler. Er schreibt eine halbe Bibel. Sascha liest Kommentare, ist irgendwie nicht mehr dasselbe. Aber bei der letzten Szene habe ich nicht nur eine Abkühlung bekommen, Kuss dafür, sondern auch Nostalgie. Danke Sascha für deine unnormal lustigen und unterhaltsamen Videos von 2013 bis 2019. Bis dato weiß ich von einem Jahr Pause. Nicht von vier. Irgendwie ist der euphorische Sascha nicht mein Humor. Aber cool, dass es so gut ankommt. PS, mehr Monte-Clips bitte. Naja, wenn es so ist, Softboxen aus. Baustrahler an. Friedrich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass jemand nach deiner Meinung gefragt hat. Also hier in dem Zimmer nicht und ich glaube auch generell nicht. Kein Danke für deinen scheiß Kommentar. Wünsche dir mehr Monte-Clips. Dann gucken wir doch mal rein, oder? Es wird bestimmt witzig werden. Lass doch mal. Och bitte, Alena, ich habe 28 Leben. Ich habe das Video mit Boxen geschaut. Danke für diese tolle Erfahrung. Für alle, die die Erfahrung verpasst haben. Hier nochmal. Mein Vater ist sogar nach 10 Jahren vom Kippenholen nach Hause gekommen, um zu schauen, was los ist. Trooper, und damit dein Vater endlich wieder aus deinem Leben verschwindet, machen wir jetzt genau das Gegenteil da davon. Ein bisschen ASMR. Endlich mal wieder unterhaltsamer Content auf YouTube. Naja, es existiert ja auch noch prinzipiell sowas. Deine Eltern sind Geschwister und weißt du, was das Gute dran ist, du Sohn? Wenn sie heiraten, was sie bestimmt getan haben und sich irgendwann trennen, sind sie immer noch Zwillinge, du dreckiges Stück Scheiße. Vermisse das? I.
Intro. Premium Pilz, nur für dich eine neue Variante. Nochmal eine 2-Euro-Donation. Bitteschön, Sascha. Der dritte Porsche kauft sich nicht von alleine. Peace, Leute. Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Das YouTube-Comeback hat nicht lange auf sich warten lassen. Yo, Sascha, Diggi. Dir auch einen schönen Sonntag. Genieß dein restliches Wochenende. Du, Diggi, mach ich. Danke dir. Dieses Video hat meine Depressionen als HSV-Fan verschlimmert. Danke, Sascha. Schau mal, das Positive ist doch, dass durch den Abstieg die Dauerkarte günstiger geworden ist. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett... Anscheinend muss an der Stelle ein Raus hin, deswegen raus. Gratulation, ihr seid am Ende vom Video angekommen. Bekommt ihr was? Nein. Hätte ich was anderes erwartet? Nein. Falls ihr euch fragt, was für ein heftiges Piece ich heute anhab, das ist der neue Drop von Apecrime. Der kommt ziemlich scheiße, oder? Friedrich, falls du das noch sehen solltest, bitte auf bei mir zu kommentieren. Es nervt einfach nur. Und ich glaube, jetzt kommt noch irgendwie ein Clip oder so. Also. Ich bin ja sowieso immer jemand, der schlecht seine Gefühle ausdrücken kann. Oh! Oh mein Gott!